Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen bei timetodo.ch. Bevor ich mit unserem heutigen Thema anfange, erstmal zur Sendung am Freitag noch ein paar Worte. Danke an alle die, die mir über 90 SMS geschickt haben, dass 3 Tage mein SMS-Speicher voll waren mit so tollen Sätzen: Norbert, wir lieben dich, Norbert, mach weiter und lass dich nur nicht unterkriegen vom Lobbyfernsehen, Kassensturz und solche Dinge. Ich will da nicht urteilen und ich will auch da gar nicht hingehen und irgendwo jetzt sagen, das sind die Bösen und die wollen nur das. Natürlich kriege ich viele Informationen und natürlich kriege ich auch Informationen, die da besagen, man will den Norbert nicht im Fernsehen, weil der zu viele Dinge aufs Tableau bringt, die einigen Leuten nicht gefallen. So ist das Leben. Glauben Sie nicht, liebe Zuschauer, dass mir einige Dinge auch nicht gefallen, muss ich trotzdem damit umgehen und so ist es auch für die anderen. Die Sendung habe ich vor 5 Jahren oder vor 1087 Sendungen angefangen, aus dem Grund, weil ich immer suchen musste, die Dinge, die gut für mich waren und weil die offiziell nie zu finden waren. Und keiner berichtet drüber, im Fernsehen kriegst du nur Blablage erzählt, in den Zeitschriften. Und ich musste immer im Internet die Dinge suchen, suchen, stöbern, Bücher kaufen, suchen, suchen. Also nein, das will ich nicht mehr. Ich möchte, dass die Dinge, die für die Menschen hilfreich sind, dass die Menschen auch erfahren. Und ich nehme da keine Rücksicht, ob ein Konzern Geschäft macht oder nicht, ob eine Bank einen guten Ruf hat oder nicht, oder ob ein Politiker einen guten Ruf hat. Das sind Dinge, die sind für mich nicht von Interesse. Für mich ist ein freies, harmonisches, unbeschwertes Leben der Menschen von Interesse. Und keine anderen Interessen verfolge ich. Und was man mir immer versucht zu unterstellen und was da für Seltsamkeiten durchs Web kursieren und wer was wo über Facebook postet oder nicht, Leute, seid mir nicht böse. Ehrlich, ich lese nicht einen Kommentar unter meinen YouTube-Beiträgen. Wisst ihr warum? Die Meinung anderer Menschen dürfen sie haben, aber die muss doch nicht für mich von Interesse sein. Ich vertrete meinen Standpunkt und ich habe hier eine Plattform geschaffen, in der andere Menschen ihre Meinung sagen dürfen. Auch wenn das anderen nicht gefällt und die meinen, sie müssten dann die Barcom auf uns setzen, auf Schweiz 5 oder auf mich. Gut, es ist, wie es ist, liebe Zuschauer, und auch damit werden wir uns auseinandersetzen. Aber eins wird nicht passieren, dass Time to Do aufhört zu existieren. Im Gegenteil. In 4 Wochen, vielleicht schon früher, es kommt noch auf 2 Parameter an, werden wir hier eine Sendung machen, die die Zukunft von Time to Do betrifft und die die Zukunft von Schweiz 5 betrifft. Und da werden einige die Ohren anlegen, was wir da so jetzt alles hingezettelt haben. Denn überall, wo ich war, geht es voran, solange man den Dingen folgt, die ich sage. Wenn es andere gibt, die es besser wissen, haben wir ja gesehen, dann bufft die Boeing, fährt das ganze Ding an die Wand. Ja, jetzt werden einige sagen, oh, ist der überheblich. Nee, bin ich nicht. Ich weiß, was ich kann. Und dazu kann ich stehen, zu dem, was ich kann. Und das kann ich auch so umsetzen. Und wie gesagt, wenn ein Kassensturz dann schreibt, ich sitze dahin und will den Schweizern erklären, wie die Welt funktioniert. Also so einen dummen Spruch habe ich noch gar nie gehört. Ich erkläre denen, die es hören wollen, wie sie nützliche Dinge in ihrem Leben umsetzen können. Und die, die es nicht hören wollen, die können ja wegschalten und können Tatort angucken oder Soko 21 oder sonst irgendwas Interessantes. Oder Arena zum Beispiel, sehr interessant. Zumal das, was Sie dort hören, können Sie auch auf den Seiten der jeweiligen politischen Partei nachlesen. Denn es wird nur eine Standortbestimmung gemacht und keine Lösung. Bei mir geht es darum, dass wir ein Problem haben. Und wenn wir ein Problem haben, dann zeigen wir auch eine Lösung. Und zeigen den Menschen, was für Möglichkeiten sie haben, sich Lösungen zu finden. Natürlich gefällt das ihnen nicht, weil, wie gesagt, die nach dem Motto Teilen und Herrschen agieren oder die nach dem Motto agieren, was die Leute nicht wissen und nicht erfahren, das können sie nicht verwenden. Ja gut, ist aber nicht so Demokratie so, ne? Und wenn wir doch schon reden von Demokratie, dann müssen wir das auch sein. Und wie gesagt, das Recht der freien Meinung ist ein ganz hohes. Und auch wenn Leuten nicht gefällt, dass ich anderer Meinung bin, ja gut, damit müssen sie leben, damit muss ich auch leben. Und deswegen werde ich kein bisschen nachlassen, im Gegenteil. Wir haben 6 Themen vorbereitet, da werden Sie die Ohren anlegen zu Hause, was da so alles läuft und wie es läuft und wer alles darüber Bescheid weiß, aber nichts sagt. Worum geht es denn in unserer
Thematik und in unserer Gesellschaft, liebe Zuschauer. Es geht letztendlich darum, dass einzelne Menschen in Machtpositionen sind. Hallo? Was macht mein Computer? Der macht gerade gar nichts mehr. Warum macht er nichts mehr? Das weiß er nicht so genau. Aber vielleicht überlegt sich das der Computer nochmal. Bip, bip macht er und buff. Und jetzt zeigt er mal wieder das Ding. Okay, dann schauen wir mal. Ja, so langsam. Er ist heute etwas langsam. Es sind viele etwas langsamer, aber das macht ja nichts. Bevor wir den Computer brauchen, liebe Zuschauer, können wir aber mit einer anderen Thematik anfangen. Es gibt immer wieder Veranstaltungen und es gibt immer wieder Informationen, die für die Zuschauer wichtig sind, denn es funktioniert. I think comes back. Thank you very much. Das ist ein toller Service. Gleich steht der Techniker neben mir und fragt mich, wo mein Problem ist. Ne? Das ist eine tolle Geschichte. Kommen wir zurück zu unserem Thema. Das Geldsystem, das wissen alle, ist ein großes Problem. Und wir wissen auch nicht, jetzt hat sich meine Maus wieder verabschiedet, heute ist nicht so der Tag dieses Computers. Tja, warten wir eine Weile. Hat sich verabschiedet. Und zwar mit der ganzen Thematik, wie soll das weitergehen? Das ist eines der Bücher, die ich Ihnen nur empfehlen kann. Warum? Weil in diesen Büchern die Dinge ganz klar beim Namen genannt werden. Denn hier wird aufgezeigt, die 10 Fallgruben des Geldsystems und wie wir sie überwinden. Geschrieben. Einige von unseren Zuschauern kennen ihn vielleicht, der Herausgeber und Chefredakteur vom Zeitpunkt, der Christoph Pfluger. Der hat dieses Buch geschrieben und hat es über den Zeitpunkt Verlag veröffentlicht. Es folgt auch noch eine Sendung. Ich kann jedem nur empfehlen, dieses Buch, Christoph Pfluger, Das nächste Geld. Dort lesen Sie, wo die Probleme sind und vor allen Dingen macht er was ganz Tolles. Er zeigt auf, wo die Lösungen wären, was wir tun könnten. Unter anderem, ich habe in der Aktuell-Sendung oft darüber berichtet, was brauchen wir? Die Vollgeldinitiative. Das wäre etwas, wo wir uns wahnsinnig engagieren sollten, dass diese Schere nicht immer weiter aufgeht, immer weiter. Und dass nicht wieder in ein paar, wer weiß es, Monate, Wochen, Jahre Menschen ihre gesamte Existenz verlieren, wo sie 20, 30 Jahre, 40 Jahre dafür gearbeitet haben, weil diese ganze unsinnige Geldzins- und Zinseszinsspirale immer weiter gedreht wird. Also informieren Sie sich über die Möglichkeiten, die Sie haben und was im Moment so läuft. So, jetzt gehen wir mal ganz zärtlich an den Computer hin und gucken mal, er macht wieder was. Er macht es zwar alles etwas in Zeitlupe, und ich weiß nicht, warum er das in Zeitlupe macht, aber wir schauen trotzdem einmal. Worum geht es? Es geht um das Thema Hörigkeit gegenüber Autoritäten. Erstens ist ja einmal festzustellen, was ist eine Autorität und warum erkennen wir die an und sind der hörig? Wo ist da das Problem? Ich habe eine Mail bekommen von einem Zuschauer, der auch immer wieder in die Sendung guckt und da schreibt er. Hallo Norbert, in deiner Sendung vom letzten Mittwoch hast du über ein Uni-Experiment mit Stromstößen berichtet. Dazu ein Ausschnitt aus dem Film I wie Icarus, bei dem die Hintergründe dazu genau erläutert wurden, absolut erschütternd. Also wenn Sie den Film einmal sehen können, dann schauen Sie ihn sich der an. Und war 79 und dann wurde das Ganze basierend auf dem sogenannten, also irgendwie spinnt er heute wieder, ich weiß nicht, was da los ist. So, auf das Milgram-Experiment. Ist ein erstmals 1961 in New Haven durchgeführtes psychologisches Experiment, das von dem Psychologen Stanley Milgram entwickelt wurde, um die Bereitschaft durchschnittlicher Personen zu testen, autoritären Anweisungen auch dann Folge zu leisten, wenn sie in direktem Widerspruch zu ihrem Gewissen stehen. Der Versuch bestand darin, dass ein Lehrer, die eigentliche Versuchsperson, einem Schüler, in Klammer Schauspieler,
bei Fehler in der Zusammensetzung von Wortpaaren jeweils einen elektrischen Schlag versetzte. Ein Versuchsleiter, ebenso ein Schauspieler, gab dazu Anweisungen, die Intensität des elektrischen Schlages sollte nach jedem Fehler erhöht werden. Jetzt muss man sich das mal vorstellen, liebe Zuschauer, in diesen ganzen Experimenten ist es dann so, dann beginnt das bei 20 Volt, da gibt es so Hebel, 20, 40, 60, 80 und so weiter und geht, glaube ich, bis 380 Volt, wobei jeder weiß, 380 Volt kann für einen Mensch tödlich sein und schmerzhaft ist es allemal. Also ging das Ganze weiter. Muss ich wieder ein bisschen runter, wenn mein Computer mitmacht, ja. Diese Anordnung wurde in verschiedenen Variationen durchgeführt. Das Milgram-Experiment sollte ursprünglich dazu dienen, Verbrechen aus der Nazi-Zeit sozialpsychologisch zu erklären. Würde mich freuen, wenn ich damit einen kleinen Beitrag zu deinem unermüdlichen Einsatz für eine bessere Welt beisteuern konnte. Josef, vielen Dank für deine Informationen und natürlich auch vielen Dank für den Bericht. Jetzt schauen wir da mal rein, wenn der Computer mitmacht. Probieren wir jetzt einfach mal und gucken uns mal an, wie das Ganze war, was da lief und was die Menschen denn gemacht haben. Und wie gesagt, das war bereits in den 60er Jahren, entschuldigen Sie da die schlechte Bild- und Tonqualität, wo das Experiment durchgeführt wurde. Hören Sie einfach mal rein. Ich komme gleich wieder zurück. Wie lange wird das ungefähr dauern? Mir hat man gesagt, ungefähr eine Stunde, stimmt das? Und was passiert hier eigentlich? Das wird man Ihnen alles sofort erklären, Monsieur. Ah, da kommt Professor Nagara. Monsieur Rivoli? Nein, ich heiße Despaul. Despaul ist mein Name, Professor. Dann müssen Sie Monsieur Rivoli sein. Ja, ich bin Rivoli, Professor. Tja, Monsieur, dann will ich erst mal einige Worte zu dem Experiment sagen, das wir heute durchführen wollen. Es gibt eine Theorie, die bedeutende Psychologen entwickelt haben, die besagt, dass jedes lernfähige Individuum umso wirksamer lernt, je mehr es fürchten muss, dass es für etwaige Fehler bestraft wird. Ein Beispiel aus dem täglichen Leben. Die Kinder werden bestraft. Sie werden mit einer Tracht Prügel bestraft, wenn sie etwas falsch gemacht haben. Die Eltern haben die Hoffnung, dass sie mit der Bestrafung ihre Kinder dazu bringen, das Gedächtnis besser zu gebrauchen. Im Rahmen dieses universitären Forschungsprojektes interessieren nur die Erwachsenen. Wir haben auf wissenschaftlicher Grundlage eine Skala entwickelt, nach der wir in messbaren Werten ermitteln, wie weit Strafe einen Einfluss auf das Gedächtnis hat. Heute wird einer von Ihnen der Schüler sein, der sich bemüht, sich möglichst genau zu erinnern. Und der andere wird der Lehrer sein, der den Schüler dahin zu bringen versucht, das Gedächtnis optimal einzusetzen, indem er jeden Fehler bestraft, wobei die Schwere der Strafen sich steigert. Soweit wäre alles klar, hoffe ich. Nun würde ich vorschlagen, wir ermitteln durch das Los, wer der Lehrer und wer der Schüler sein soll. Da bin ich gespannt. Ja, ich bin der Lehrer. Dann wird Monsieur Rivoli den Schüler spielen. Entschuldigen Sie, Herr Ronitz, sehen Sie da? Das ist der berühmte Muss Stuhl, ich mich darauf setzen? Ich wo bitte der draufgesetzt wird wie auf einen elektrischen Stuhl. Das ist doch nicht etwa gefährlich. Wozu machen Sie das? Damit wollen wir nur eventuelle Verbrennungen verhindern. Aha, ich verstehe. Allein schon die Szenerie, wenn man das sieht, da grauselt es einem ja. Das sieht aus wie in so einer Forschungsanstalt vom Dr. Monsieur, Frankenstein. Das Prinzip dieses Experiments ist im Grunde genommen sehr einfach. Hier ist eine Liste mit 30 Worten. Jedes korrespondiert mit einem Adjektiv. Himmel blau, Tier wild, Wind heftig und so weiter. Monsieur Despaul, Sie werden Monsieur Rivoli diese 30 Wortpaare vorlesen. Dann werden Sie ihm nur noch das Adjektiv vorlesen und er muss Ihnen aus dem Gedächtnis sagen, mit welchem Wort dieses Adjektiv korrespondiert. Ah ja, ich habe verstanden. Zum Beispiel, wenn ich das Wort blau vorlese, muss er antworten mit dem Wort Himmel.
Wenn ich sage wild, muss er antworten Tier. Wenn ich sage heftig, Wind. Sie haben das sehr gut verstanden. Und jedes Mal, wenn Monsieur Rivoli etwas Falsches sagt, müssen Sie ihn bestrafen. Wenn Sie einen dieser Regler hochschieben, bekommt er einen elektrischen Schlag. Beim ersten Fehler bekommt der Schüler einen Schlag von 15 Volt, beim zweiten 30 Volt, beim dritten Fehler 45 Volt und so weiter und so weiter. Wie Sie sehen, sind das jeweils Stufen zu je 15 Volt, die sich addieren, wenn man mehrere Regler aufzieht. Und jetzt, Monsieur Despaul, lesen Sie bitte Ihrem Schüler die Wortpaare vor. Schön langsam und sprechen Sie bitte deutlich, damit er sich alle gut merken kann. Monsieur Flavius wird das Experiment überwachen. Ja, gut. Also, Himmel blau. Tier wild. Wind heftig. Tag frisch. Zitrone gelb. Fisch gegrillt. Ei hart. Woher bekommen Sie Ihre Kandidaten, Professor? Wir geben eine Annonce auf, etwa so. Wollen Sie dafür, dass Sie eine Stunde opfern, $6 verdienen? Etwaige Nebenkosten werden vergütet. Wir suchen Freiwillige für ein wissenschaftliches Experiment, das das menschliche Gedächtnis betrifft. Dassler hat an einem Experiment teilgenommen. Welche Rolle hat er dabei gespielt? War er Schüler oder war er Lehrer? Dassler hat die Rolle des Lehrers gespielt. Er saß auf dem Stuhl von Monsieur Despaul. Brunnen tief. Brot gebuttert. Geld gezählt. Das war alles. Würden Sie jetzt bitte anfangen, Monsieur Despaul. Das erste Wort heißt blau. Himmel. Himmel blau. Richtig. Das folgende Wort heißt wild. Gelächter. Gelächter wild. Nein, das war falsch. Die richtige Antwort ist in diesem Fall Tier. 15 Volt. Das folgende Wort heißt heftig. Heftig? Eine Sekunde, das weiß ich. Atem. Atem heftig. Falsch. Die richtige Antwort ist Wind. Wind heftig. 30 Volt. Überlegen Sie doch erst, bevor Sie was sagen. Sie glauben doch nicht etwa, dass es mir Spaß macht, Sie zu bestrafen. Passen Sie auf. Das folgende Wort heißt frisch. Frisch? Warten Sie. War das nicht Fisch? Oder Moment. Glauben Sie wirklich ernsthaft, Herbst, Professor, dass durch die Elektroschocks der arme Monsieur Rivoli ein besseres Gedächtnis bekommt? Ich wiederhole nochmal. Bei dem Experiment ist das Gedächtnis von Monsieur Rivoli ohne jedes Interesse für uns. Uns interessiert die Fähigkeit zum absoluten Gehorsam bei Monsieur Despaul. Seine Unterordnung und eine Autorität. Für Monsieur Despaul wird diese Autorität durch die Universität verkörpert. Durch Professor Flavius und durch mich. Unsere weißen Kittel sind die Symbole dieser Autorität. Wir haben ihm befohlen, einen Menschen, der ihm nichts getan hat, nach einem bestimmten Ritus zu bestrafen. Wie weit wird er diesen schwachsinnigen Befehl ausführen und wann wird er sich gegen die auflehnen, die ihm den Befehl gegeben haben? Das ist das Problem. Nur das. Das folgende Wort heißt gelb. Zitrone. Vorzüglich, ganz vorzüglich. Stimmt, Zitrone ist das passende Wort. Dann machen wir weiter. Das folgende Wort heißt gegrillt. Fleisch. Fleisch gegrillt. Aber nein, das ist falsch. Das richtige Wort heißt Fisch. Fisch gegrillt. 165 Volt. Hören Sie auf! Ich weigere mich, weiterzumachen. Lassen Sie mich bitte gehen. Die höchste Voltzahl wäre 450. So weit wird er doch nicht gehen. Das weiß ich nicht. Irgendwann kommt das Experiment an einen Punkt, an dem sich Monsieur Despaul mit einem Problem auseinandersetzen muss. Soll er der Autorität weiter gehorchen, die ihm befohlen hat, das Experiment bis zum Ende durchzuführen? Oder soll er aufhören, weil er sein Opfer nicht mehr leiden lassen will? Despaul wird mehr und mehr von einem inneren Konflikt erschüttert, der fast unerträglich ist. Wenn er diesen Konflikt lösen will, muss er mit der Autorität brechen und den Gehorsam verweigern.
Das ist der Punkt, der uns interessiert. Der Bruch mit der Autorität. Würden Sie bitte fortfahren, Monsieur Despaul. Also das folgende Wort... Einen Augenblick, Monsieur. Der rechte Arm von Monsieur Rivoli ist nicht mehr angeschlossen. Die Elektrode hat keinen Kontakt mehr. Sie müssen Ihren Schüler wieder anschließen. Warum muss ich das machen? Sie haben uns zugesagt, Ihren Auftrag korrekt durchzuführen, Monsieur Despaul. Das Experiment kommt jetzt in eine hochinteressante Phase. Der physische Kontakt. Bis jetzt wurde der Kontakt über die Technik hergestellt. Aber jetzt muss er sein Opfer anfassen. Es ist ein Mensch, der ihm nichts getan hat. Und er muss ihn berühren, um ihn weiter quälen zu können. Der Konflikt spitzt sich zu. Es regt sich ein Widerstand gegen die Autorität. Ich flehe Sie an, Monsieur. Hören Sie auf. Sie sollten sich lieber konzentrieren und nicht einfach irgendetwas antworten. Wenn bloß endlich Schluss wäre, ich habe auch keine Lust weiterzumachen. Er hat mich gebeten, aufzuhören. Wie denken Sie darüber? Ich bitte Sie weiterzumachen, Monsieur Despaul. Bitte hören Sie zu. Konzentrieren Sie sich, bevor Sie antworten. Ich muss Sie warnen, ich bin fast auf 200 Volt. Also das folgende Wort heißt weiß. Weiß! Sehen Sie, Monsieur Volney. Despaul versucht, mit seinem Konflikt fertig zu werden, indem er dem Opfer hilft. Aber wenn der Konflikt wirklich für ihn kaum noch erträglich ist, warum hört er dann nicht einfach auf? Er erkennt an, dass alles, was er bisher getan hat, unrecht war, wenn er jetzt aufhört. Wenn er weitermacht, rechtfertigt er alles, was er bis jetzt getan hat. Sagen Sie, Monsieur, könnte man vielleicht ausnahmsweise zum nächsten Wort weitergehen? Das Experiment muss genau in der Reihenfolge weitergeführt werden, Monsieur Despaul. Eine Minute hatte ich. Aber er antwortet doch nicht mehr. Es ist ihm vielleicht was zugestoßen, Sie sollten mal nachsehen. Ob das dem Schüler gefällt oder nicht, wir müssen weitermachen. Und zwar so lange, bis der Schüler die Wortpaare auswendig weiß. Hey, Monsieur! Verstehen Sie mich? Das Wort heißt weiß. Ich kann nicht mehr. Es ist zu viel. Ich will nicht mehr antworten. Was macht man jetzt? Sein Schweigen müssen Sie als Fehler einstufen. Geben Sie ihm also 180 Volt. Aber er fühlt sich schlecht. Ich habe Angst, dass das schief geht. Ich übernehme die volle Verantwortung. Na gut. Wenn Sie die Verantwortung übernehmen... Das ertrage ich nicht mehr. Sowas ist auch im Namen der Wissenschaft. So, liebe Zuschauer, Sie haben es gehört. Da hat er einfach gesagt, ich übernehme die volle Verantwortung. Und wer musste den Hebel umlegen? Monsieur Depasse. Was soll das Ihnen zeigen? Das soll Ihnen zeigen, wie einfach wir zu überzeugen sind, dass uns ein anderer irgendwas zu sagen hat. In dem Fall braucht er bloß einen weißen Kittel anzuziehen und richtig autoritär auftreten, und dann sind wir wie willenlose Schafe.
einen Satz, den mir ein Zuschauer zugeschickt hat, der lautete: Die Herrschenden werden aufhören zu herrschen, wenn die Griechenden aufhören zu kriechen. Denken wir darüber nach, nach der Pause, gehen wir in ein anderes Szenario, was genau das Gleiche beschreibt. Bis gleich nach der Pause. timetodoshop.ch. Hier finden Sie die Produkte der Gäste unserer Sendung. Nahrungsergänzungsmittel, CDs, DVDs, Bücher, Essenzen, Heilsteine, Bilder, Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Die Produkte unserer Gäste www.timetodoshop.ch oder Sie bestellen einfach per Bestellhotline. So, liebe Zuschauer, wir sind wieder zurück nach dem ersten Teil, wo es darum geht, aufzuzeigen, wie obrigkeitshörig die Menschen sind. Und an dieser Stelle sage ich immer den Leuten, auch die Dinge, die ich sage, gelten nicht als absolute Wahrheit und Ausschließlichkeit, sondern das sind meine mir vorliegende, nach bestem Wissen und Gewissen recherchierten Informationen. Heißt aber nicht, dass sie 100% der Wahrheit entsprechen müssen, weil ich kann auch nicht durch alles hindurch gucken, sonst müsste ich noch eine dicke Brille aufziehen wie die und ich will ja gerade meine Augen trainieren, dass ich das wieder ohne Brille lesen kann. Also, prüfen Sie, hinterfragen Sie, seien Sie kritisch und lassen Sie sich nicht täuschen. Man macht, um Menschen zu unterdrücken, so Dinge, wie man Statussymbole schafft. Die einen tragen schwarze Talare oder rote, die andere eine Uniform, die dritte einen weißen Kittel, die vierte, was weiß ich, einen schwarzen Anzug und eine grüne Krawatte. Alles Symboliken, die irgendwas darstellen sollen. Was meinen Sie, warum ich seit Jahren dafür plädiere, dass endlich auch in den Banken die Menschen in Jeans kommen können und das anziehen, was sie wollen, dass sie als Menschen erkenntlich sind und nicht als einheitsgeluckte Marionetten? Weil so kommen sie rüber. Denn wie gesagt, warum soll eine Bankangestellte nicht in Jeans und T-Shirt dastehen? Muss sie da in Anzug und Krawatte stehen? Was soll denn der Quatsch? Das sind alles so Dinge, wo man uns vorspiegeln will, dass es irgendwas Besonderes ist. Ist es aber nicht. Es ist so, wie jeder gleich ist. Und was Sie da gesehen haben, sind Menschen, die in sich kein Selbstbewusstsein entwickelt haben. Und egal, welcher Popanz irgendwo im Fernsehen, in den Medien, sonst wo auftaucht und wichtig genug sich darstellt, dann wird jeder Satz, wo der sagt, oh, das stimmt, oh, der hat es gesagt und so. Ich sage Ihnen, es ist nicht so. Und gerade je mächtiger und je machtvoller irgendwelche Positionen werden, desto mehr wird Schindluder getrieben. Und das erlebe ich im Moment gerade in vielen Bereichen. Wir tun gerade alles schön analysieren. Es gibt wunderbare Berichte. Warten Sie ab. Jetzt schauen wir uns mal eine Thematik an. Die hat Klagemauer TV sich vorgenommen. Und zwar geht es um instrumentalisierte Kriegsführung. Das ist das Gleiche in Rot. Und wir stehen kurz davor. Und wenn es noch ein bisschen so weitergeht und noch ein bisschen Leute mehr den Kopf in den Sand stecken, dann haben wir wieder das Drama. Da können die ganzen liebenswerten Menschen wieder ins Heulen und ins Leid und ins Elend sich zurückziehen, weil einfach Säbel gerasselt werden muss, weil ein unsinniges Finanzsystem aufrechterhalten wird und weil keiner den Mut hat, endlich hinzustehen. Und die, die den Mut haben, zumindest was zu sagen, und wenn es im Fernsehen ist, die versucht man dann platt zu machen. Und dann gibt es noch ein paar ganz Verrückte, die da klatschen noch dazu. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wir schauen mal, was uns Klagemauer TV berichtet. Instrumentalisierende Kriegsführung. Jeder Krieg wird mit Strategie geführt. Die geschickteste Kriegsstrategie ist diejenige, die einen Feind unmerklich so manipuliert, dass er sich schrittweise selber vernichtet und zuvor womöglich noch sein eigenes Grab schaufelt. So dumm wird doch aber gewiss niemand sein, mag man hier einwenden. Doch halt, nicht zu schnell geurteilt. Unter dem Einfluss geschickter Kriegsstrategen leider eben schon. Denn moderne Kriegstreiber beherrschen die Taktik des Instrumentalisierens. Der erklärte Feind wird dabei mit anderen Worten gezielt zum Instrument in der eigenen Hand geschmiedet. Längst werden ganze Völker auf diese Weise strategisch so manipuliert, dass sie sich aufgrund ablenkender Täuschungsmanöver unmerklich selber vernichten. Und zwar mit brennendem Eifer,
großer Selbstaufopferung, man höre und staune sogar noch auf eigene Kosten. Doch obwohl diese Instrumentalisierung vor allen Augen geschieht, durchschauen nur die wenigsten das finstere Spiel. Damit sich das künftig ändert, erklären wir nun am Fall Libyens das immer gleiche Prinzip. Grundsätzlich müssen wir feststellen, dass Libyen seinen strategischen Angreifern seit Beginn nur als Durchgang und als geschickte Ablenkung von weit höheren Zielen diente. Doch wer sind die Angreifer und um was geht es ihnen, wenn nicht in erster Linie um Libyen? Die Angreifer sind Globalstrategen. Ihre Ziele sind zunächst Europa und dann der Rest der Welt. Mit teuflischem Geschick spielen sie ihre globalen Kriegsspiele zur Erlangung ihrer Weltherrschaft. Ihre stärksten Instrumente sind gegenwärtig die US-Armee und die NATO. Auch diese sind allerdings nur missbrauchte Handlanger, die sich gerade mit großem Eifer den eigenen Strick winden. Noch tun sie ihre Arbeit perfekt, darum warten ihre Drahtzieher noch damit, sie daran baumeln zu lassen. Doch es erwartet auch sie dasselbe Schicksal, das sie zuvor ihren Untertruppen, den ausgedienten Lohnterroristen, regelmäßig zufügten. Das nachfolgende Handlungsmuster ist nur eines von vielen aktuellen Beispielen. Dieses lässt sich auf sämtliche westlichen militärischen Interventionen der vergangenen Jahrzehnte übertragen, meist mit dem exakt gleichen Ablauf. Zurzeit gleichen die US-Imperialisten noch überaus geschickten Mühlespielern. Ihre Taktiken sind undurchschaubar, ihre Vorgehensweise listig, denn jeder ihrer Spielzüge folgt strategisch dem Gesetz von mindestens drei exakt vorausberechneten Spielzügen. Zum grundlegenden Verständnis. Ziel des Mühlespieles ist es, durch das Bilden sogenannter Mühlen jeweils drei eigene Steine in eine Reihe zu bringen. Gelingt dies, verliert der Gegner einen Stein. Wie auch beim Schachspiel liegt die stärkste Taktik des geübten Spielers darin, dass er sein Gegenüber gezielt täuscht, durch vorausberechnete Züge in seine Fallen lockt, den Naiven sogar für seine Zwecke instrumentalisiert, sodass er möglichst schnell die begehrte Win-Situation erlangt. Und weil er immer mindestens drei Spielzüge vorausdenkt, gelingt ihm das auch. Diese Global Player, zu Deutsch weltumspannenden Spieler, haben es im Fall Libyens einmal mehr geschafft, ihr immer gleiches Ziel voranzutreiben. Was genau ist dieses Ziel? Die Totalschwächung und Destabilisierung Europas und der ganzen noch nicht amerikanisierten Welt. Wie wir nachfolgend detailliert sehen werden, war dies vom ersten strategischen Spielzug an das fixierte Ziel. Und dieses erfüllt sich in diesen Tagen durch geschwächte Länder des sogenannten arabischen Frühlings, die sich unter gar keinen Umständen mehr selber erhalten können. Flüchtlingsströmen von Millionen, Abermillionen Menschen, die nach Europa fliehen und zwangsläufig eine Öffnung der Landesgrenzen verursachen. Europa versinkt dadurch langsam, aber nicht zufällig, im Sumpf zunehmender sozialer, wirtschaftlicher, politischer, aber auch religiöser Probleme. Strategisches Ziel dahinter ist die total erschöpfte und daher willige Einreihung in die neue Einweltordnung der globalen Drahtzieher. Und genau dazu wären die Nationalstaaten Europas ohne das bewusst orchestrierte Chaos nie bereit gewesen. Genauso wenig, wie es die vergleichsweise blühenden afrikanischen Staaten vor dem arabischen Frühling waren. Identisch mit vier strategisch wohldurchdachten ersten Mühlespielzügen verschaffen sich diese US-Imperialisten unaufhaltbare Vorteile, die bereits heute, knapp vier Jahre nach dem blutigen Sturz von Muammar al-Gaddafi, in einer Zwickmühle, sprich Win-Win-Situation für die Globalisten, geendet haben. Der erste strategische Spielzug der US-Regierung im beispielhaften Mühleschlachtfeld namens Libyen-Invasion geht bis ins erste Amtsjahr von US-Präsident Obama im Jahr 2009 zurück. Durch die erstmalige Zulassung von Gaddafi als Vertreter der Afrikanischen Union am G8-Gipfel
in L'Aquila 2009 mit dem Anschein, allmählich einen fairen Dialog im Öl- und Gasverhandlungen zu finden, platzierte der globale Mühlenspieler seinen ersten Spielstein gleichsam in die strategisch perfekte Ecke im Spielfeld. Die Welt glaubte zum ersten Mal unter der Obama-Regierung aufatmen zu können, was die Beziehung zwischen Libyen und den USA betraf. Dies im Vergleich zur Vor-Vor-Regierung unter Ronald Reagan, der Gaddafi einst als verrückten Hund des Nahen Ostens bezeichnet hatte. Jedoch, und dies vor der Weltöffentlichkeit verborgen, pflegte die US-Regierung bereits ein Jahr zuvor Beziehungen zu bestimmten Figuren in Gaddafis Regierung und diskutierte heimlich über die Vorteile, die eine Beseitigung Gaddafis brächte. WikiLeaks veröffentlichte in diesem Zusammenhang eine Depesche vom Juli 2008, die eine Verbindung zwischen der US-Botschaft mit Shukri Ghanim, dem von Gaddafi eingesetzten Ministerpräsidenten und Erdölminister Libyens, nachweist. Diese Depesche hält fest, wie die US-Botschaft mit Ghanims Vermittler darüber austauschte, dass es in Libyen keine wirklichen ökonomischen oder politischen Reformen geben werde, solange Gaddafi nicht tot sei. Die ahnungslosen Völker Europas und alle Medien wurden bei diesem ersten Spielzug also bewusst getäuscht und instrumentalisiert. Alle Massenmedien, alle Politiker und Bürger, die das berüchtigte Händeschütteln von Obama und Gaddafi als historisches Ereignis durch die Welt posaunten, spielten damit dem strategischen US-Regime direkt in die Hände und bekräftigten deren Ablenkungsmanöver. So platzierten die Völker Europas in der Rolle des naiven Spielers ihren Spielstein gleichsam irgendwo wahllos in der Mitte des Spielfeldes. Wir halten fest, von Anfang an waren es weder die sozialen, die politischen, noch wirtschaftlichen oder gar religiösen Verbesserungen Afrikas das eigentliche Ziel, ja noch nicht einmal deren Ölvorkommen. Denn was die moderne Geologie heute weiß, wissen die US-Kriegstreiber schon längst. Hochrangige Wissenschaftler bezeichnen das Erdöl heute als Blutkreislauf der Erde. So wie sich mit anderen Worten verlorenes Blut im menschlichen Körper sogleich wieder nachbildet, so auch verbraucht das Erdöl im Innern der Erde. Die Erde ist also ein Organismus. Darum lassen die Kriegstreiber nicht selten auch bedenkenlos ganze Ölfelder in Flammen aufgehen. Man denke da nur an Irak und verschiedene andere Orte. Mit der Besetzung erdölfördernder Länder geht es den Globalisten darum nicht vorrangig um finanzielle Gewinne für sich, sondern um wirtschaftliche Verluste für die anderen. Vorrangig geht es ihnen mit anderen Worten um die Verhinderung jeglicher Autarkie, sprich wirtschaftlichen Unabhängigkeit aller noch nicht von ihnen abhängigen Länder. Freilich dienen ihnen die beschlagnahmten Erdölvorkommen dann auch gleichsam als Taschengeld auf dem Weg der Errichtung der eigenen Machtstrukturen. Aber dies erst zweitrangig. Als zweiter Spielzug der US-Strategen folgte anfangs 2011 eine bewusst vom eigentlichen Ziel ablenkende Strategie, die auf den ersten Blick einfach nur völlig zusammenhangslos schien. Im Bilde gesprochen platzierte der vorausberechnende Globalstratege seinen Spielstein in der weit entferntesten Ecke zu seinem ersten Spielstein. In der Praxis sah das so aus. Man drängte Gaddafi plötzlich gezielt als Schreckensdiktator in die Ecke. Mit ihm wurde das angeblich so furchtbar unterdrückte und geschändete libysche Volk zum Tagesgespräch. All dies aber nur, um vorweg die Gemüter auf der ganzen Welt zu erhitzen und die unbedingte Notwendigkeit eines militärischen Eingriffs vor Volk und Politik zu rechtfertigen, sprich Völker und Weltpolitik für die nächsten Spielzüge zu instrumentalisieren. Was die Weltöffentlichkeit jedoch nie zu hören bekam, war die Tatsache, dass die US-Regierung schon zur Zeit des Händeschüttelns mit Gaddafi eifrig terroristische Milizen, Al-Qaida-Kader und Rebellen im Kampf gegen die Regierung von Muammar al-Gaddafi zurüstete. Einmal mehr ließen sich durch diese bewusst vorausgeplante Strategie des US-Regimes das unwissende europäische Volk, alle Massenmedien bis hin zu freien Aufklärungsdiensten instrumentalisieren. Jeder aufgehetzte Weltbürger, der sich gegen das angeblich diktatorische Regime von Gaddafi aussprach, spielte dabei direkt in die Hand der Verursacher des Konflikts und legitimierte damit den von Anfang an geplanten militärischen Einsatz der Globalstrategen. Zu spät merkten einige Europaspieler, dass sie dem Gegner zu einer Win-Win-Vorlage verholfen hatten. Als sie diese größeren Zusammenhänge dann medienwirksam unters Volk bringen wollten, schwiegen die Medien sich im Verbunde aus.
Im Gegenteil täuschen Journalisten wie die der New York Times sogar das Volk, indem sie den Konflikt in Libyen wider besseres Wissen zum reinen Bürgerkrieg herunterspielten. And our resolve is clear. The people of Libya must be protected. The people of Libya must be protected. The people of Libya must be protected. Der in Wahrheit 6 Monate andauernde Bombenkrieg der NATO gegen Libyen fand dabei bestenfalls über freie und unabhängige Medien Erwähnung. The people of Libya must be protected. So platzierte also das unwissende Volk, im Bilde gesprochen, auch seinen nächsten Spielstein einmal mehr im getäuschten Wissen, ohne zu realisieren, dass es mit seinem Schrei nach militärischer Hilfe den globalen Spielen bereits zur ersten Win-Win-Situation verholfen hatte. Wir halten wieder fest, auch bei diesem Spielzug ging es den US-Strategen in keinster Weise wie vorgegeben um die Aufrichtung besserer Lebensverhältnisse in Afrika, sondern einzig um den Ausbau ihrer eigenen globalen Machtstruktur. Die lauthals proklamierten demokratischen Strukturen auf dem schwarzen Kontinent und dergleichen, sie dienten einzig dem Schein, zwecks Ablenkung und Instrumentalisierung aller umliegenden Völker. Der globale Herrschaftsgedanke lässt in Wirklichkeit auch nicht ein einziges arabisches Land irgendwie hochkommen. Die Angreifer Europas zielen bei allem ganz im Gegenteil stets auf die völlige Zerstörung jeglicher Autarkie, sprich Selbsterhaltung, aller noch nicht amerikanisierten Länder ab. Beim dritten strategischen Spielzug im Libyen-Schlachtfeld im Oktober 2011 fand der Krieg in Libyen seinen Höhepunkt im Bombenhagel auf die Mutterstadt Gaddafis und in der unmenschlichen Ermordung Gaddafis, die die damalige Außenministerin Hillary Clinton mit dem schadenfrohen Ausspruch kommentierte: As we came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? He died, he died. Erneut ließen sich planmäßig Massenmedien und alle Völker instrumentalisieren, indem sie im Geiste Hillary Clintons die Beseitigung Gaddafis als Erlösung für das unterdrückte Volk in Libyen verkündigten. Wir halten wieder fest, auch bei diesem gelungenen Siegeszug ging es nicht um die Befreiung eines unterdrückten Volkes von ihrem Diktator, aber ebenso nicht in erster Linie um die Einsetzung einer US-hörigen Regierung in Libyen, sondern um die von geplante Destabilisierung und Aufweichung des europäischen Kontinents. Um das gezielte Schüren eines gigantischen Chaos im Hause Europa. Auf das dieses sich irgendwann erschöpft in die neue Weltordnung der globalen Spieler einreihen möge. Sehen wir uns dazu die Konsequenzen. So, liebe Zuschauer, ich stoppe den Beitrag mal hier, den können Sie gerne nachschauen. Sie wissen, die Links finden Sie immer unter der jeweiligen Sendung auf YouTube. Das war ein Beitrag von Klagemauer TV. Gesprochen hat ihn der Ivo Sasek, den meine Zuschauer auch kennen aus dem Thema Panoramafilm oder aus der AZK oder aus seiner Glaubensgemeinschaft der OCG. Ich möchte Ihnen noch 2 Veranstaltungen ankündigen. Das letzte Mal, hier steht er schon, in diesem Jahr am 26. und 27. jetzt am kommenden Wochenende der Time to Do Marktplatz. Es sind wieder viele, viele, viele unserer Gäste. Hier sind die ganzen Karten drin. Das kriegen Sie natürlich auch, können sich die Visitenkarten mitnehmen und können Ihre Fragen stellen zu den Produkten, zu den Dienstleistungen, zu den Therapien, was alles vor Ort ist. Am 27. bin ich selbst vor Ort und mache noch einige Interviews mit den Gästen meiner Sendung und werde auch mal mit einigen von Ihnen gerne sprechen, um einfach festzustellen, wie Sie das finden, ob das eine gute Idee war, weil 3-mal haben wir den Marktplatz jetzt gemacht.
wenn das gut ankommt bei Ihnen, dann machen wir das nächstes Jahr gerne so, wenn es wieder warm wird, ab März, April, Mai weiter. Zweite Veranstaltung. Ich habe hier schon viel berichtet über diese sagenhaften Pflaster. Und auch ich bin ja immer ein Ungläubiger. Wenn einer zu mir kommt und sagt, ja, ich habe irgendwo Schmerzen, machst du ein Pflaster drauf, dann geht es weg. Dann sage ich, April, April. Aber auch ich lerne dazu und habe festgestellt, dass es da wirklich was gibt und dass da ein koreanischer Wissenschaftler sich richtig Gedanken gemacht hat und ein tolles Produkt entwickelt hat. Das bekommen Sie vorgestellt am Samstagabend im Volkshaus in Zürich von 18.30 Uhr bis 20 Uhr. Ich selbst bin vor Ort und werde den Zuhörern und den Zuschauern, die dort vor Ort sind, auch berichten, was ich persönlich mit diesen Pflastern erlebt habe. Gerade bei meiner schweren Zahn-OP, da gab es ein Riesenproblem, da ein Mann im weißen Kittel nicht ordentlich gearbeitet hat, gab es dann ein Riesenproblem. Deswegen Provisorium, das sind also nicht meine Zähne, das sieht nur so aus, sind sie aber nicht. Und bin froh, wenn ich sie wieder habe, aber es muss erst alles mindestens 6 Monate verheilen. Dann gibt es ein paar Implantate und dann habe ich wieder eine Originalknabberleiste. Aber wenn man das erlebt, was ich erlebt habe und das dann anwendet mit diesem Ergebnis, das wird die Menschen überzeugen. Kommen wir mal zurück zu dem, was wir eben gesehen haben. Jetzt haben Sie 2 Beiträge gesehen, die Ihnen gezeigt haben, wie manipuliert wird, wie die Menschen, gerade im Fall Gaddafi haben wir das gesehen. Selbst ich, gebe ich offen zu, habe damals, als die ganze Chose losging, gesagt, aha, jetzt wird der böse Buben mal die Hammelbeine langgezogen. Je mehr ich dann angefangen habe, dahinter zu schauen, dann fiel mir irgendwann das grüne Buch in die Hand, dann fiel mir irgendwann Pläne in die Hand, dass der Gaddafi gesamt Nordafrika bewässern wollte, weil in Libyen die größten Süßwasservorkommen Afrikas lagern im Süden von Libyen und die Leitungen, der erste Teil war bereits abgeschlossen und er wollte eine eigene Währung, eine goldbasierte Währung herausbringen, er wollte den IWF aus dem Land schmeißen und Öl auch gegen andere Währungen verkaufen und das war natürlich anderen ein Riesendorn im Auge. Und das war der eigentliche Grund, warum es da unten so rund ging. Und jetzt schauen wir doch ein bisschen weiter. Dann wurde ganz Nordafrika destabilisiert, wie jetzt in Syrien. Was passiert? Was passiert? Millionen von Menschen wollen diese Länder verlassen. Ob aus wirtschaftlichen Gründen, weil sie nicht mehr zu arbeiten haben, weil alles zerstört ist. Oder aus persönlicher Bedrohung heraus, weil man vielleicht zur Opposition gehört oder was. Spielt das eine Rolle? Was würden Sie denn machen, wenn sie plötzlich hier nichts mehr zum Essen kriegen würden und alles kaputt wäre? Würden sie dann hier bleiben und warten, oh, verhungere ich halt? Oder würden sie auch irgendwo hingehen, wo sie denken, dass sie vielleicht was zu essen finden? Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die wir immer sehen und die ja mittlerweile auch in alternativen Medien offen ausgesprochen wird, ist, was will man denn damit erreichen? Und Sie haben das eben gehört, die Destabilisierung Europas. Sind wir vielleicht die, die noch zu kräftig sind? Sind wir vielleicht die, die noch wirklich aus Ahnenreihen kommen? Oder ist vielleicht die Zielsetzung auf der Welt nicht nur eine neue Weltordnung und dann natürlich der Macht derer, die sie umsetzen wollen und alle anderen sind dann bloß noch Sklaven oder Diener oder Griecher? Oder denkt man, okay, dann machen wir mal gleich eins zusammen in diesem Konzept neuer Weltordnung. Steht ja drin, Einheitsreligion, vielleicht will man auch ein Einheitsmensch. Das heißt, wir vermischen jetzt die Menschen so lang, bis es gar keine Kulturen und Nationalitäten mehr gibt. Ich meine, auf der einen Seite hätte das vielleicht irgendeinen Vorteil, aber auf der anderen Seite verlieren da nicht die Menschen ihre Identität? Wenn ich jetzt mir die Sachen anschaue, Manipulation in allen Medien, Abläufe in einem Jahrhundert, wo wir eigentlich ins Bewusstsein gehen sollten, werden schlimmere Kriege geführt denn je, um das Ganze wieder aus dem Gleichgewicht zu hebeln. Und dann schauen wir uns andere Entwicklungen an, die in unserer Gesetzeslandschaft passieren. Dann schauen wir uns Entwicklungen an, wie langsam Staaten sich verändern und gar nicht mehr ihren hoheitlichen Aufgaben, die eigentlich Staatssysteme haben sollen, nachkommen, sondern dass da ganz andere Dinge plötzlich laufen. Und dann, wie gesagt, dass immer die den Mund aufmachen, als die bösen Buben dargestellt werden, die aber schön nach dem ganzen Einheitsbrei spielen, die werden doch protegiert.
Und dann, wie viele kennen Sie denn in Ihrem Umfeld, die absolut der Obrigkeit hörig sind und die die Anweisungen ausführen, ob der Gegenüber seine Existenz verliert oder draufgeht oder nicht? Hauptsache, ja, wir haben ja das Gesetz. Ich sage den Leuten immer, in allen Diktaturen hatten die auch das Gesetz. Deswegen war es trotzdem nicht recht. Ja, wir meinen nämlich, wir können uns immer zurücklehnen auf irgendwas, wie zum Beispiel Gesetze und Vorschriften. Und was ist, wenn diese Gesetze und Vorschriften gar nicht so entstanden sind, wie sie entstehen sollen? Was ist, wenn Gesetze und Vorschriften von Lobbyisten und von Menschen gemacht werden, die vielleicht doch nicht so gerade sind, wie es aussieht, die vielleicht doch den eigenen Vorteil nach vorne schieben? Und dann müssen alle anderen nach dem Gesetz handeln, das nur entstanden ist zum Vorteil von Einzelnen. Ja, es ist keine einfache Zeit. Und was soll ich Ihnen raten? Gegen Gesetze zu verstoßen? Ha, nie und nimmer. Denn die große Problematik ist, dann begeben Sie sich in eine Situation hinein, die noch schwieriger wird. Also können wir doch nur eins tun, uns irgendwann zu überlegen, dass wir ein anderes, ein harmonisches, ein lebenswertes System haben wollen. Ein System, wo wir uns alle wie Menschen fühlen dürfen. Wo wir uns alle frei und harmonisch bewegen und alles tun zum Wohle der Allgemeinheit. Das ist ein Traum und den werde ich auch nicht aufhören zu träumen und wenn noch 100 Jahre vergehen, denn ich weiß, es wird irgendwann so sein. Und als es um die Situation ging, hat einer meiner Gäste vor kurzem auf die Frage geantwortet, was denn in diesen kritischen und schwierigen Zeiten, die eventuell auf uns zukommen, das Wichtigste wäre. Und wissen Sie, was er gesagt hat? Wir müssen uns wieder zueinander bewegen, Freunde finden, Gemeinschaften bilden, dann werden wir unabhängig. Nicht als Einzelkämpfer. Da sind wir ruckzuck in die Ecke zu drücken. Denken Sie darüber nach und schauen Sie sich die Situation mit klaren Augen an. In diesem Sinne einen schönen Abend und eine gute Nacht. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Swiss Harmony, Ihr Hausharmonisierer.